Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die unerträgliche Dreistigkeit des Science Box von JW. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. JW mit seinem neuen Album, die unerträgliche Dreistigkeit des Seins. Wir haben lange drauf gewartet. Und zwar war dieses Album das letzte Meisterwerk von Dr. Jota im Jahr 2010 das Ganze erschienen. Und wir haben mittlerweile 2018, also mehr oder weniger 8 Jahre haben wir auf dieses Release gewartet. Es ist damals im Mai 2010 erschienen, also ziemlich genau 8 Jahre. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Ich freue mich riesig, dass der gute Mann zurück ist. Zumindest sich mit einem Album zurückmeldet. Wir werden das Ganze mal hier öffnen. Und das Ganze auch in einer Box erschienen, was ich auch anfangs etwas bezweifelt habe, da JW sich ja jetzt nicht unbedingt dafür auszeichnet, so auf diese Mainstream- oder auf diese Marketing-Sachen groß einzusteigen. Allerdings bin ich sehr froh, dass er hier diesen Schritt gemacht hat und das Ganze als Boxform herausgebracht hat. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Kartonbox, rundherum schlicht in weiß gehalten und dann hier oben so ein Aufkleber in schwarz gehalten und hier lesen wir die unerträgliche Dreistigkeit des Seins, JW darunter. Rechts unten haben wir noch einen Barcode und dann diese Grafik hier sieht aus wie Wald oder Gebirge, oben der Himmel und dann je nachdem Wolken oder Nebel, also für mich sieht es aus wie Wolken und dieses Schwarz hier rundherum, so etwas im Used Look, also hier etwas so abgekratzt und hier sogar so ein weißer Fahrer drin, also das alles optische Elemente dieses Designs. Rundherum weiß, wie gesagt, es klappert schon. Dann schauen wir mal hinein. Der Deckel lässt sich hier abnehmen, von innen ebenfalls weiß. Und dann kommt uns entgegen einmal das Album, die unerträgliche Dreistigkeit des Seins. Dann haben wir das Album nochmals, allerdings in der Old Habits Version. Dann haben wir eine Magisterarbeit. Also 3 Bestandteile hier in der Box. So die Box von innen. Jetzt geleert. Das Spannende war, es gab ja zusätzlich noch eine Chance auf 5 Telefon-Seelsorge-Gutscheine. Die wurden in diesen Boxen verteilt. Ich weiß es nicht, was die genaue Auflage war der Box, aber in 5 Boxen hat es so einen Telefon-Seelsorge-Gutschein geschafft. Und wenn man so einen Gutschein vorfindet, dann kann man ein einstündiges Telefongespräch mit JW führen. Je nachdem, ob jetzt zu Therapiezwecken oder einfach so spaßhalber, das kann man sich natürlich dann frei auswählen. Gut, bei mir leider kein Gutschein dabei. Ansonsten hätte ich natürlich gerne mit JW telefoniert. Auf jeden Fall ein sehr sympathischer Mann. Und ganz abgesehen davon teilen wir uns denselben Vornamen. Jonas. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier geöffnet kriegen. Nicht ganz so einfach. So. Einmal dann natürlich das Album an sich. So, also wir starten natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus, die unerträgliche Dreistigkeit des Seins, JW. Cover, wie auch schon das Boxcover. Das Ganze ist ein Digipack. Hier auf der Seite lesen wir dann nochmals Interpret plus Albumnamen. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 14 Stück an der Zahl und wir haben bei den 14 Tracks 2 Features. Und zwar einmal der Track Masken mit Mekes und der Track Fremdkörper mit Peter Mafia. Groove Attack, Barcode, so sieht es aus. Hier noch die Infos zu den Beteiligten. Hier dann wieder diese schwarze Optik. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Danksagung. Danke und Grüße an.
Und dann haben wir hier die CD. Die CD in hellgrau gehalten. Auch hier lesen wir wieder die unerträgliche Dreistigkeit des Seins, JW. Und so sieht das Ganze darunter aus. Also auch wieder schwarz mit dieser zerkratzten Optik. Also das Album an sich. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwie ein Booklet oder dergleichen vorfinden. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das hier alles zugeklebt ist. Ja, also Booklet gibt es hier keins dabei. Und dann haben wir noch das Album im Jewel Case. Und zwar ist das hier die Old Habits Version. Also die kommt in einem Standard Jewel Case. So sieht das aus. Hier so Brandflecken auf weißem Untergrund. Und hier dann rote Blutspritzer, Blutflecken. Hier hinten lesen wir auch JW, die unerträgliche Dreistigkeit des Seins. Und dann haben wir hier auch wieder die 14 Tracks an der Zahl. Es dürften meines Wissens genau dieselben Tracks sein. Genau. Also es sind 14 Tracks, exakt wie auch schon auf dem normalen Album. Allerdings, jetzt sehe ich es gerade hier zum Beispiel, der Track Fremdkörper. Hier auf Nummer 11 hat hier Platz getauscht, ist hier zum Beispiel auf Nummer 6. Und auch das Feature mit Peter Mafia ist nicht mehr angeführt. Also Mac ist hier weiterhin angeführt, allerdings das hier nicht. Das Feature von Peter Mafia. Spannend. Also 14 Tracks. Der Unterschied zum normalen Album, zum regulären Album ist, dass das von JW produziert ist. Also, soweit ich informiert bin, die 14 Tracks komplett auf JW Beats. Bin ich schon sehr gespannt, wie sich das Ganze anhört. Also wahrscheinlich für die alteingesessenen Fans, für die Oldschool-Fans, wie für mich, wahrscheinlich dieses in dieser Old Habits-Version eher vom Geschmack her zutreffen als das reguläre Album. Hier auch wieder diese Spritzer, allerdings hier jetzt in weiß bzw. hellgrau. Die CD in weiß und schwarz gehalten. Und hier haben wir, nein, kein Booklet, sondern es ist so ein Einleger. Hier lesen wir noch die Infos, Cover, Artwork etc. Und das eben, das Cover. Gut, und zusätzlich zu diesen zwei Alben oder zu dem Album in den zwei Versionen haben wir noch so ein Büchlein hier dabei. Und zwar lesen wir hier Rezeption von Popularmusik bei Jugendlichen, Untersuchungen ausgewählter Stücke aus dem Bereich Hip-Hop. Magisterarbeit zur Erlangung der Würde des Magister Artium der Philologischen, Philosophischen und Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften, Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Vorgelegt von Dr. Jotta aus Niemandsland, Wintersemester, oder? WS, Wintersemester 2011-2012. Rezeption, okay, hier auch nochmal der Titel. Rückseite haben wir hier noch das, also Copyright. Und dann haben wir hier echt umfangreiche Texte. Also dürfte wirklich die originale Magisterarbeit sein von JAW. Hier mit Inhaltsverzeichnis, sehr schön. Und dann haben wir hier hinten noch Werkanalyse. Also hier wurden diverse Tracks analysiert, 5 Stück an der Zahl, von Abstrakt, Casper, KIZ, Sido und Bushido und Kollega. Da bin ich sehr gespannt, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen hier. Alleine wenn man hier schaut, das sind 9 Seiten nur über Flex, Sluts und Rock'n'Roll von Kollega. Kennen wahrscheinlich die meisten den Track. Werde ich mir gerne mal ansehen. Wahrscheinlich sogar die ganze Magisterarbeit einmal durchlesen. Bin ich sehr gespannt. Das Ganze kommt in so einem gebundenen Buch und umfasst 129 Seiten. Das ist echt eine Menge Lesestoff. Also damit kann man sicher den einen oder anderen Tag zubringen. Werde ich auch definitiv machen. Ja, das war's soweit. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Magisterarbeit, wie gesagt, 129 Seiten, könnt ihr euch natürlich dann durchlesen. Das Album in der Old Habits Version, das kommt in einem Standard Jewel Case. Und dann das Album an sich, die unerträgliche Dreistigkeit des Seins, die kommt in einem Digipack. 14 Tracks, beziehungsweise 28 Tracks in den beiden Versionen. Das alles in dieser wunderbaren Box.
die unerträgliche Dreistigkeit des Seins von JW. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr JW unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.